Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Simpsons Springfield. Ich habe es tatsächlich noch geschafft vor... Also, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und zwar habe ich es tatsächlich noch geschafft, heute noch einmal reinzuschauen. Das ist nicht immer so der Fall. Und ich würde vorschlagen, erstmal hier so eine 8-Stunden-Pflanze aufzubauen. Und das ist ganz gut, denn wir haben mehrere Sachen, die wir jetzt erledigen können. Unter anderem wird gleich Simpson, also Springfield, weitergebaut. Und dann sehen wir mal weiter. Hier erstmal noch ein paar Punkte abheimsen. Hier, ihr seid mit der Jagd fertig. Was macht ihr hier draußen? Ich versuche zu entspannen, indem ich Dosen von einem Zaun runterschieße. Schießen... Was? Schießen ist mein Yoga. Wir jagen die gefährlichsten Zaundosen von allen. Big Claw. Klingt spannend. Vielleicht könnte ich euer Fährtenleser sein. Ich habe diese Dosen bis zu ihrem natürlichen Lebensraum verfolgt. Diesen Zaun. Ich treffe normalerweise keine spontanen Entscheidungen, aber sie sind eingestellt. Für das Doppelte, was sie sonst verlangen. Nein, das Dreifache. Das Doppelte Dreifache. Also das Sechsfache? What the fuck? Huma! Cool, wir haben ein neues Dings freigeschaltet, und zwar ein Campingwagen. Das ist schön. Buck McCoy. Buck McCoy ist jetzt im Store. Ja gut, will ich aber nicht. Wenn der im Store nur gegen Donuts vorhanden ist, möchte ich den nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ne? Nur so mal so nebenbei. Ich finde es ja gut, dass die auch damit Geld verdienen möchten, aber 135 Donuts ist, finde ich, schon echt Wucher, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann sowas schlecht einschätzen. Warum sind da so viele Tiere? Ich habe schon 7 verschiedene Arten von Exkrementen gesehen. Die kommen nicht nur von den Tieren. Ihr habt sie alle aus dem Wald verjagt, als ihr versucht habt, Big Claw aufzuscheuchen. Und jetzt werden diese armen Tiere verletzt werden. Entspann dich, Liebes. Wir werden ein ganz anderes, armes Tier verletzen. Ihr werdet diesen Tieren also nicht wehtun? Werde ich nicht. Nein. Ich doch nicht. Nein, ich nicht. Tippe wilde Tiere an, um zusätzliche Pelze zu erhalten. Also, hier sind mittlerweile auch wilde Tiere unterwegs. Da. Und da. Und da. Und da. Und da. Also auf jeden Fall... Oh Gott. Oh Gott, hier sind überall wilde Tiere. Ich muss sie alle erwischen. Das gibt nämlich ordentlich Pelze. Ich weiß gar nicht, wie viel Pelze wir brauchen für die nächste Belohnung. Wartet mal. Sollen wir mal gucken. Alter, das ist viel. Deswegen sind hier auch überall welche, die hier rumlaufen anscheinend, oder? Auf jeden Fall möchte ich erstmal welche auf Jagd wieder schicken. Damit ihr wieder ein paar Pelze ranholt. Ansonsten sind hier keine weiteren Pelze. Doch, da... Sonst war es das. Dann können wir einmal Kaboom! The Singing Sirloin freischalten. Den haben wir bekommen durch Freundschaftsboni. Und zack, das Kraftwerk, glaube ich, freischalten, oder? 1600 Erfahrungspunkte. Arr, du spielst das hier wohl auf einer langen Seereise. Neustufe 14, ein Donut. Ich weiß gar nicht, was das ist. Alles klar. Ist das der Kernreaktor? Was ist jetzt gar nicht mehr? Gehörte da nicht eventuell noch was zu? Ich glaube, da gehörten doch eigentlich... Also beim Atomkraftwerk gehören doch dann auch noch Kühlsysteme dazu, oder? Naja, Mr. Burns. Excellent. Excellent. Ja, finde ich voll cool, dass sie diese Originalstimmen dazu genommen haben aus dem Englischen. Das ist besser. Jetzt brauchen wir nur noch einen Ort, an dem sich diese unterbelichteten Neandertaler auf die Nerven gehen. Und ich bin wieder im Geschäft. Errichte die Kontrollgebäude. Kontrollgebäude errichten, okay. Packe ich auch erstmal hier hin irgendwo. Oder packen wir mal hier hin, weil ich muss das eh noch anordnen. Ja. Das haben wir ja schon gemacht. Und dann möchte ich hier eigentlich gerne, bevor wir dann später auch die Folge beenden, hier noch ein bisschen was anordnen. Zumal möchte ich hier erstmal die Straße weiterführen. Und dann würde ich sagen, packen wir mal
Lard Donuts. Ich würde sagen, hier. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wollen wir das drehen? Bin mir gar nicht sicher. Sieht das gedreht blöder aus? Ich gucke mir das gerade mal an. Oder sieht das so besser aus? Dann sehen wir aber nicht den Parkplatz, ne? So sehen wir immer noch den Typen, der den Donut hochhält. Sogar relativ gut, muss ich sagen. Hallo, Mr. Burns. Ich glaube, ich lasse das so. Dann kann man hier parken. Also für diejenigen, die das möchten. Weiß gar nicht. Kann man jetzt nur mal so aus Interesse. Diese sind. Nein, man kann die hier nicht drauf platzieren. Schade. Warum kann man. Warte mal. Konnte man das da drauf platzieren, wenn man da unter einen. Nee, einen Untergrund machte? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. So. Einmal. So. Wenn ich jetzt sage, ich möchte, hoppala, dieses Ding hier drauf platzieren, dann geht das nicht. Ich kann es nur daneben stellen, dass es so aussieht, als ob es da parken würde. So könnte ich das machen. Gut, würde auch gehen. Ist zwar jetzt nicht die beste Lösung, aber es würde halt funktionieren, ne? Naja, so. Ich würde gerne sagen, dass wir diese Statue hier hinbauen. Ich wollte da sowieso dann mal so ein Zentrum bauen für Springfield. Ich weiß aber gar nicht, wo ich das Zentrum hier anfangen sollte. Also, da müsste ich dann nochmal vorher gucken. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Quickie Mart ich hier hinbauen möchte. Also die Straße hier runter. Das heißt, das muss ich erstmal kaufen, damit ich das euch mal besser demonstrieren kann. Hier kommt dann halt die Straße noch weiter runter. Und an der Straße dran wollte ich dann den Quickie Mart machen. Die Frage ist nur, wo wollte ich den hinmachen? Da war ich mir jetzt noch gar nicht so sicher. Ich wollte den auch weiter hier hinten machen. So. Und wollte dann sagen, ich möchte auch hier so ein paar Zementdinger hinstellen als Parkplatz oder so, wisst ihr? Dass man da jetzt einen Parkplatz anordnet oder so. Da bin ich mir noch gar nicht sicher, was da jetzt das Beste ist. Ich lasse das erstmal so. Ja, die Bäume und so. Ich werde das alles nach und nach strukturieren. So ist es nicht. Oh, hier haben wir wieder welche. Oh, hoppala. Wie gesagt, ich muss da mal gucken, wie ich das mache. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal die Sachen, die hier nicht so wichtig sind, erstmal nach da oben packen. Hoppala. So, das gefällt mir auch noch nicht hundertprozentig. Da müssen wir da nochmal gucken. Auf jeden Fall wollte ich, dass die Sachen hier wie Camping-Sachen und so in so einem Wald kommen. Wollte da so einen kleinen Wald bauen. Der Wald sollte aber eigentlich hier oben weiter stattfinden. Das heißt, wir müssten, wenn wir das denn wollten, hier oben die Plätze kaufen. Oder können wir ja auch später machen. Das muss nicht jetzt unbedingt sein. Okay. Ansonsten ist noch was Neues hinzugekommen in der Zeit. Ja, wir könnten zwei Sachen bauen neu. Aber das war hier die beiden hier. König und rosafarbener Lustikus. Naja. Ansonsten sind hier noch was hinzugekommen, was wir irgendwie platzieren könnten. Wir könnten Telefonzelle, Pavillon. Also optisch können wir einiges bauen schon. Eine Parkuhr. Eine Parkuhr würde ja auch nur Sinn ergeben, wenn man die Parkuhr zum Beispiel hier an so einem Parkplatz machen kann, oder? Ich kaufe mal eine. Okay, und die kann ich da nicht platzieren. Aber ich kann sie am Bordsteinkanten platzieren. Das ist interessant gemacht. Warte mal, war das nicht so, dass die eigentlich nur dafür da sind, wenn man an Bordstein parken möchte? Warte mal, ich pack mal eine, ich sag mal, ich drehe mal eine, pack mal einen dahin und eine auf diese Seite. Dann kann auch das Fahrzeug hier zum Beispiel da mal abgestellt werden. Das sollten wir vielleicht aber vorher noch mal hier einen besseren Weg hin machen.
Reicht das? Wenn wir da jetzt, sagen wir mal, das Auto hinbauen. Guck mal, das ist so ein bisschen verdeckt vom Quickie Mart. Das gefällt mir schon richtig gut. Da wird bestimmt noch später ein bisschen was dran geändert, aber das gefällt mir richtig gut so. Dann können wir auch mal den Übertragungswagen. Warte mal. Ich möchte den Übertragungswagen haben. Den packe ich nochmal an eine Seite. Der wird dann später mal anders angeordnet. Denn mir gefällt das hier mit diesem Lad-Donut noch nicht. Deswegen wird der erstmal auch umquartiert für den Anfang. Ja, wo packen wir den denn jetzt hin? Wir haben so viel Platz, haben wir gar nicht mehr, ne? Schuh. Nee. Aber das weiter nach unten packen, dann haben wir da natürlich Platz. Nein, ich möchte Lad Donut haben, Leute. Da, den da, genau. Und dann würde ich sagen, kann jetzt erstmal der Weg weg. So. Denn ich denke mal, da will ich was anderes hinpacken. Ich bin da noch nicht so mit zufrieden gewesen. Vielleicht könnte man da Krusty Burger. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich wollte auch hier diese Straße hier, ne, zum Krusty Burger eigentlich gar nicht haben. Sieht nicht gut aus. Dann kann ich, würde ich sagen, für den Anfang erstmal Krusty Burger da ja hinpacken. Denn wie ich gesehen habe, hat ja Krusty Burger hier am Dings auch einen Drive-In-Schalter. Und da wollte ich eigentlich dann so einen Parkplatz hier wie das hier hinmachen. Und dass dann da zum Beispiel im Drive-In-Schalter ein Auto steht. Nur da bin ich noch sehr gespannt, wie ich das machen soll. Deswegen kommt Krusty Burger erstmal provisorischerweise hier hin. Dann sehen wir später weiter. Da ist noch eine Schlange. Ja, ansonsten würde ich sagen, der Wolffelsen passt im Hintergrund da auch nicht unbedingt hin. Den könnte man zum Beispiel dann auch in diesen Wald mit reinpacken, den ich dann vielleicht vorhabe zu bauen. Mal gucken. Ich weiß jetzt schon, wenn ich auf ein Handy anfange, das auch umzubauen, ne, wie ich das möchte, dann wird das enorm viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, das ist ja genau das Spaßige daran. Das alles so ein bisschen umzubauen, immer wieder neue Ideen hineinzubringen. Ich denke mal, da lässt sich einiges mitmachen. Bevor wir jetzt die Folge beenden, wollte ich gerne mal gucken, was bringt denn sowas, wenn wir das kaufen? Verbessert sogar deine, also es bringt was, Dekoration zu kaufen. Verbessert deine Eitelkeitbewertung. Und was macht die Eitelkeitbewertung? Die ist auf 5. Okay. Ah, hier. Gesamtbonus aus Übereinstimmung und Dekoration 9,25%. Also es bringt Geld und Erfahrungspunkte. Also sollten wir schon Dekoration kaufen. Das ist okay. So, wie gesagt, bevor ich die Folge jetzt beende, würde ich mir gerne nochmal gucken, wie das aussieht, wenn wir hier Stacheldrahtzaun in der Schule passt. Allerdings auch nicht wirklich, ne? Ich würde da gerne schon einen Zaun drumherum haben, aber das passt nicht wirklich irgendwie. Holzzaun würde vielleicht eher passen. Wenn wir den jetzt hier irgendwie anordnen, ne? So zum Beispiel. Oder wollen wir da ein bisschen Freiluft. Wir machen da unbedingt mal so ein bisschen. Warte mal, ich habe da eine Idee. Ich mache den Zaun hier mal dran. Ich möchte hier noch einen Parkplatz hinterher haben, wo die Lehrer stehen können mit ihren Autos. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt Autos kaufen können oder so. In dem Spiel wirklich, aber. Es wird schon gehen. Ich sehe gerade, ich habe was falsch gemacht. Oh, das gibt sogar eher Erfahrungspunkte. Ich packe die Zäune jetzt mal dahin. So, dann einen Zaun mal bitte drehen. Und wie sieht denn das aus, wenn ich das jetzt da dran mache? Relativ gut. Oh. Ich denke mal, das wird was, wenn wir das so anordnen. Hier einen Parkplatz hinmachen für Lehrer dann. Können wir ja mal kurz probieren, provisorischerweise. So. Das sieht natürlich jetzt gar nicht so gut aus, wenn wir das jetzt noch ein nach da setzen. Okay. Und den Zaun möchte ich dann natürlich auch danach haben.
Wie komme ich denn da jetzt dran, ohne dass da drunter? Ich möchte diesen Zaun haben, Leute. Den Zaun. Genau. Ein nach hinten. Der wird gedreht. Einmal. Na los. Ich möchte. Ach, du bist gerade falsch gedreht. Einmal da dran, genau. Und du bitte nochmal drehen. Und daran. Für den Anfang. Ja, dann dekoriere ich später mal weiter, denn ich sehe jetzt schon, das zieht sich alles von der Zeit her. Ich möchte auch für die nächsten Folgen noch was haben. Aber es macht richtig viel Spaß. Das sei gesagt dabei. Haben wir hier sonst noch was fertig? Nö. Okay. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was wir machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.